Tschüss, Marc. Nein, bitte dann Jagel mit. So, könnt ihr mal aufhören, hier Arabisch zu sprechen? Wir sind hier in Deutschland, hier wird Deutsch gesprochen. Deutsch gesprochen. Deutsch gesprochen. Mein Vater ist vor etwa 30 Jahren nach Deutschland gekommen und hatte zuerst wie viele andere Probleme, die Sprache zu erlernen und sich an die deutsche Kultur zu gewöhnen. Aber dann hat er diese Schwierigkeiten überwunden. Er machte sich selbstständig, hat sich als deutscher Staatsbürger eingelebt und sieht dieses Land jetzt als seine Heimat. Ich gehe in die 11. Klasse an einem Gymnasium in Schleswig. Die Schule ist ungefähr 10 Kilometer von meinem Wohnort Jagel entfernt. Mein Freund Dennis begleitet mich dabei. Ich kenne ihn schon seit dem Kindergarten. Wir haben die gleichen Interessen, zum Beispiel Fußball, aber wir reden auch viel über Politik und Gesellschaft. Tschüss. In meiner Familie hat Bildung eine große Bedeutung. Nicht zuletzt, weil der Islam dazu auffordert, sich zu bilden. Meine beiden Brüder studieren an der Uni und meine Schwester macht dieses Jahr ihr Abitur. Das ist unsere Antwort auf Sarrazin. Moin. Meine Mitschüler akzeptieren und respektieren mich so, wie ich bin. Wo jemand herkommt und woran er glaubt, spielt bei uns überhaupt keine Rolle. Wir kommen einfach alle super miteinander klar. Manchmal kann ich nicht verstehen, wie Menschen sich gegenseitig diskriminieren können. Ich bin ein Mensch, sie sind auch Menschen. Ich habe Gefühle und sie haben auch Gefühle. Das vergessen wir manchmal. Viele sehen den Islam als Hindernis. Ich sehe den Islam als Quelle für Frieden und Gemeinschaft. Denn er fordert jeden Muslim auf, seine Mitmenschen Freundlichkeit, Respekt, Hilfsbereitschaft, Mitgefühl und Geduld entgegenzubringen. Und der Islam sagt auch, dass wir alle fehlbar sind. Nach der Schule treffe ich mich oft mit einigen Freunden auf dem Fußballplatz. Ich finde, Fußball ist ein gutes Hilfsmittel, um sich zu integrieren. Im Fußball lernt man zum Beispiel, sich gegenseitig zu respektieren, und das Wichtigste ist, dass der Fußball den Zusammenhalt zwischen Menschen stärkt. Menschen aus verschiedensten Gruppen, sozialen Schichten und auch Nationen werden eine Gemeinschaft. Und alles andere ist beim Sport egal. Einmal im Monat bin ich beim offenen Kanal in Flensburg. Seit einiger Zeit machen wir eine eigene Sendung, die Islam im Brennpunkt heißt. Sie beschäftigt sich mit religiösen und gesellschaftlich relevanten Themen. Die Sendung hat das Ziel, die Gesellschaft über die Lehre des Islams zu informieren und bestehende Ängste und Vorurteile abzubauen. Bei der Kamera Kopfraum darauf diesmal besonders achten. Letztes Mal gab es auch einige Sachen, die da nicht so stimmen. Genau, wenn ich sage Close-Up, Gast oder Moderator, dann bitte nur den Moderator drauf, okay? Das war das Letzte. Alle, die an dieser Sendung arbeiten, sind Muslime. Unser Kameramann Furkan zum Beispiel kommt aus Pakistan. Er ist aber hier in Deutschland aufgewachsen. Und mein älterer Bruder Tarek moderiert die Sendung. Der Jüngste bei uns ist Sammy. Er ist 9 Jahre alt und sein Vater kommt aus Pakistan. Sammy sitzt mit mir in der Regie. 4, 3, 2, 1, los! Hallo, Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Islam im Brennpunkt. Das Thema heute lautet Ankerwurf im Hafen Deutschland. Unsere Zielgruppe sind vor allem Menschen, die wenig oder gar keinen Bezug zum Islam haben oder Menschen, die den Islam sogar ablehnen. Und es sollen auch Muslime angesprochen werden, die falsche Vorstellungen vom Islam haben oder sich wenig damit beschäftigen. Wie soll Integration funktionieren? Einmal auf der Seite von der Mehrheitsgesellschaft, auf der anderen Seite von Migranten. Mhm. Wie soll es gelingen? Ich denke, auf der Mehrheitsgesellschaft muss ein Verständnis da sein, dass man den anderen oder die Muslime oder die Migranten auch verstehen möchte oder sollte. Von der Migrantenseite her müssen mehr Migranten auf ihre Nachbarn, auf ihre Mitbürger, auf ihre Arbeitskollegen drauf zugehen und müssen auch müssen quasi mit denen auch viel mehr Schnittstellen schaffen, wenn da keine sind, und müssen den Mut haben, dass sie ihr Leben gewissermaßen auch transparenter machen, damit unsere Mitbürger auch verstehen, was in den Kopf eines Muslims durchgeht. Sehr verehrte Zuschauer, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie bald wieder einschalten, wenn es heißt Islam im Brennpunkt. Integration heißt meiner Meinung nach nicht, dass Menschen ihre eigene Identität und ihre Überzeugungen aufgeben müssen. Aber Muslime dürfen sich auch nicht abschotten. Beide Extreme sind falsch. Am besten ist der mittlere Weg. Das sagt auch der Islam. Mir ist es nicht schwer gefallen, mich zu integrieren. Der Schlüssel dazu ist die Bildung. Weil ich die Sprache konnte, ist mir vieles leichter gefallen. Auf die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört, lautet meine Antwort ja. Obwohl ich finde, dass wir uns solche Fragen nicht stellen sollten. Indem diese Frage gestellt wird, denkt man über die Ausgrenzung einer ganzen Gruppe nach. Wenn Menschen, die dem Islam angehören, zur Gesellschaft gehören, dann gehört natürlich auch der Islam zu Deutschland.